Hallo und herzlich willkommen zu Hunter News Ausgabe 4. Wie ein paar von euch vielleicht aufgefallen ist, sollten wir jetzt eigentlich schon bei Ausgabe 5 sein. Sagen wir mal so, zeitlich hat es im April nicht ganz so gepasst, also fassen wir euch in Ausgabe 4 jetzt einfach alle News vom April und vom März zusammen. Vorab aber noch eine kleine Info, wir waren letztes Wochenende für euch auf der Hanami in Ludwigshafen unterwegs. Die ganzen Videos sind am Ende auch nochmal in der Endcard, aber die könnt ihr euch dann auch jetzt aktuell schon auf unserem Channel angucken, hoffentlich. Und die nächsten Termine, auf denen wir zu finden sind, sind die RBC, die Dokumi und die Wimaikai. Also da könnt ihr uns antreffen. Am 27. und 28. Mai ist wieder die Roleplay Convention in Köln und dieses Jahr haben sich als Stargäste unter anderem angekündigt Daniel Cutmore, bekannt aus den X-Men und aus Eclipse bis zum Abendrot, auch noch Daniel Logan, ihr kennt ihn vielleicht als Boba Fett aus Star Wars Episode 2 und Rob Morgan aus Stranger Things. Am Sonntag ist um 13 Uhr der League of Legends Cosplay Contest. Und das ganze Wochenende über stehen euch Eos Andi, Fotograf 13 und Heiko Warnke an ihren Fotospots zur Verfügung. Am 3. und 4. Juni findet mal wieder die Dokumi statt und alle, die sich da schon drauf freuen, ich kann es euch nachempfinden. Auf jeden Fall hat die Dokumi dieses Jahr die Option freigeschaltet, dass man über deren Website eigene Cosplay-Treffen organisieren kann. Das heißt, ihr könnt quasi auf die Homepage gehen und da zum Beispiel ein Cosplay-Treffen für Marvel oder sowas organisieren. Zudem hat die Anmeldung für den Karaoke-Wettbewerb begonnen, also wer da mitmachen will, jetzt ist eure Chance, Link in der Beschreibung. Und eine besonders coole Nachricht, Thomas Astrück ist wieder zurück auf der Dokumi mit Panels und Autogrammstunden, also wenn ihr den Macher von Miraculous Ladybug mal persönlich treffen wollt, da ist eure Chance. Am selben Wochenende wie die Dokumi ist auch die FedCon, die allerdings schon am Freitag beginnt und bis Montag läuft. Da wurden in letzter Zeit einige Workshops angekündigt, unter anderem zum Thema Lootboxen, Visual FX und Star Trek Prometheus. Leider musste vor einigen Tagen Brent Spinner aus Star Trek absagen. Dafür kommt aber Denise Crosby aus Star Trek The Next Generation. Eine Woche nach Dokumi und FedCon ist dann auch wieder die Wimaikai in Flörsheim und die Anmeldung für den Cosplay-Wettbewerb hat gestartet. Außerdem ist unser Mitglied Konterer mit einem Fotostand vor Ort und an dem Stand könnt ihr euch nicht nur sehr cool ablichten lassen, sondern auch eine ganze Menge über Messehand erfahren. Schaut doch auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, er wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Am 1. und 2. Juli ist die Comic-Con Germany in Stuttgart und in diesem Jahr sind als Stargäste unter anderem dabei John Barrowman, bekannt aus Arrow und Doctor Who, Ming-Na Wen aus Agents of S.H.I.E.L.D. und Eon Grufford, bekannt aus Fantastic Four als Mr. Fantastic. Als Cosplayer sind vor Ort Lily Fortune, Yaya Han und Evil Ted und noch ganz viele andere, aber alle aufzuzählen, das würde zu lange dauern. Als Verlage und Zeichner sind unter anderem Plam Plam Productions da und Panini mit einigen Specials zum 20-jährigen Firmenjubiläum. Außerdem hat die Anmeldung für den Cosplay-Wettbewerb begonnen und auch an beiden Tagen wird es in diesem Jahr wieder ein Cosplay-Gruppenfoto geben, beziehungsweise mehrere Gruppenfotos. Und was letztes Jahr sehr beliebt war, die Lego-Modellausstellung ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Am 15. und 16. Juli ist dann auch wieder der Cosday in Frankfurt und ja, wenn ihr irgendwas besonders gut könnt im Bereich Cosplay, im Bereich Voice Acting oder sonst wo, könnt ihr euch mal wieder für Workshops bewerben. Also wenn ihr Wissen weitergeben wollt, ist das auf jeden Fall eure Chance. Zusätzlich hat der Vorverkauf der Tickets jetzt begonnen, also nichts wie ran, wenn ihr ein Ticket möchtet. Bevor wir jetzt zu den Terminen von Mai kommen, noch ein paar Infos zu Conventions, die ein bisschen weiter in der Zukunft liegen. Unter anderem das MFC Potter Special auf dem Schloss Burg in Solingen, das im Mai 2018 stattfindet. Das ist nach einigen Stunden schon ausverkauft gewesen, trotz nachgeliefertem Kontingent. Sollte es da nochmal was geben, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Bis zum 31.05. habt ihr noch Zeit, euch für die Konichi als Show-Act zu bewerben. Und für die Timelash Nummer 3 gibt es nur noch Wochenendtickets. Kommen wir nun zu den Convention-Terminen für den Monat Mai. Vom 20. bis 21.05. findet die MCM Hannover Comic-Con statt. Am 20.05. ist außerdem der Japan-Tag in Düsseldorf. Das Wochenende vom 25. bis zum 28. Mai hat dann besonders viele Conventions zu bieten. Unter anderem das Comic-Festival in München, die Chiseicon in Hamburg, die PureCon in Düsseldorf, die Roleplay-Convention in Köln, die Mizako in Zwickau und die German Comic-Con in München.
Das war es jetzt auch schon wieder für die Ausgabe Nummer 4 unserer Hunter News. Und wie am Anfang schon angekündigt, könnt ihr hier die Videos zu Hanami sehen. Und in diesem Jahr war auch zum ersten Mal die MagicCon. Und was ihr da verpasst habt, das könnt ihr hier unten sehen. Und wie immer gilt, wenn ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr das hier machen.